Hoffenheim gegen Dortmund in der Saison 2009-2010. Ich war damals auch mit dabei und verrate nur so viel, das war eine ganz schön umkämpfte Nummer. November 2009. Jürgen Klopp schickt eines der jüngsten BVB-Teams aller Zeiten auf den Platz. Im Durchschnitt 23 Jahre jung. 30.200 Zuschauer sehen schon nach 3 Minuten diesen Angriff über Lukas Barrios und Jakub Blaschikowski. Kuba macht's, 0:1. Timo Hildebrand chancenlos im Tor der Hoffenheimer. Die kommen nach der Pause aber zurück ins Spiel. Kopfball Dembaba, der Ausgleich. Der Senegalese überspringt sogar Mats Hummels. 11 Minuten vor Schluss reißt Josip Simunić Neven Subotić um. 11 Meter. Nuri Sahin nimmt sich den Ball und übernimmt Verantwortung. Mit voller Wucht zum Auswärtssieg in Sinsheim. Der BVB bleibt im 7. Spiel in Folge ungeschlagen und wird sich am Ende der Saison 2009-2010 auf Platz 5 für den Europapokal qualifizieren.